viele kommen wahrscheinlich auf die Idee und denken, du hast ja nicht mehr alle, hat einen Motorradunfall und setzt sich dann letztendlich auch wieder auf die Maschine drauf. Das ist für mich eines der schönsten Hobbys, die ich letztendlich ausleben kann. Der Wendepunkt in meinem Leben, natürlich war das der Unfall. Für mich war es ganz klar so, mich hat es erstmal ein bisschen runtergeholt. Ich war früher so ein Hauruck-Mensch, so ein Party-Typ, der alles mitgenommen hat. Er war 25, als der Unfall passierte. Eine Ölspur beförderte ihn ins Krankenhaus. Als er wach wurde, sah er seine Beine, aber er fühlte sie nicht. Querschnittlähmung. Ja, niedergeschmettert. Hilflos, planlos. So, auf jeden Fall traurig. Was passiert mit mir? Wie wird mein Leben laufen? Also so Zukunftsangst habe ich gehabt. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, denn seine Querschnittlähmung ist ja seit mehr als 15 Jahren Normalität. Für mich war es aber von Anfang an klar, dass Aufgeben keine Option für mich ist. Was meine persönliche Entwicklung anging. Ich glaube nicht, dass ich als Fußgänger der wäre, der ich jetzt bin. Die Eltern halfen ihm, sein neues Leben anzugehen. Er hat ein super Verhältnis zu ihnen. Und wenn er mit Vater Lothar und Kumpel Florian Fahrräder für die Flutopfer im Ahrtal zusammenbaut, dann zeigt das, was heute seinen Alltag bestimmt. Freundschaft, Hilfsbereitschaft. Also eine Behinderung zu haben, hindert mich ja nicht an Hilfe zu geben. Es ist für mich eine Herzenssache, Menschen wieder ein bisschen Hoffnung zu geben, auch ein Stück weit Mobilität, Freiheit. Er nutzt seine Behinderung, um in Schulen bei Kindern und Jugendlichen Hemmschwellen abzubauen. Eine neue Erfahrung für ihn. Wird auch sehr persönlich. Wir reden auch über Dinge, über die man normalerweise nicht spricht. Tabuthemen, Sexualität, Inkontinenz und so weiter. Er wird von Schulen gebucht, hat sein ganz eigenes Projekt entwickelt. Schließlich hat er die Vorurteile der Fußgängerfraktion in Sachen Behinderung selbst erlebt. Die einen waren ein bisschen lächerlich, die haben auch gesagt, ja, Peter, du Autofahren kannst du nicht, ist ja unmöglich. Bei den anderen war es dann so, wo es dann wirklich schon so weit ging, dass man mir meine Vaterschaft mehr oder weniger schon nicht zugetraut hat. So, das funktioniert doch nicht. Du kannst doch kein Papa sein von zwei Kindern. Doch kann er. Zwar hat die Ehe nicht gehalten, aber die Kinder waren geplant. Und heute ist er ein alleinerziehender Vater in Teilzeit. Ich genieße das, auch die Kinder bei mir zu haben. Auch nur für die Kinder dann da zu sein. Oder dass die Kinder dann nur den Papa haben. Das ist eine Beziehung, die man halt zu den Kindern aufbaut, die normalerweise nicht da ist, wenn zum Beispiel noch die Mama dabei ist. Dabei hat er längst eine neue Partnerin gefunden. Er ist halt mit dem Handbike dabei, wenn Lebensgefährtin Ute auf dem Pferd ausreitet. Letztendlich ist es ein Geben und Nehmen, wie in jeder anderen Beziehung auch. Aus dem Grund ist es eigentlich nichts anderes als eine normale Beziehung unter nicht Behinderten. Also behindert sage ich eigentlich gar nicht gern, aber unter Menschen, die keine Behinderung haben. Mein größter Traum ist, dass ich zu meinen Kindern langfristig genauso ein Verhältnis habe wie zu meinen Eltern. Dass meine Kinder wissen, dass sie sich immer auf mich verlassen können.